So, ein schönes Tier. Schauen wir mal, ob wir die draufbringen. Ja, gefreut, lieber Bela. Ja, gefreut. Hallo und Grüße aus Hinternasalt. Ich bin Flatterbauer und heute geht's auf eine schöne kleine Tour und auf einen Lieblingsberg von mir, nämlich auf den Sonnleitstein. Und da nehme ich euch einfach mit, weil es rauscht da nämlich ziemlich und da versteht man wieder nichts. An einem schönen Wochenende ist man da zwar nicht allein in Hinternasalt, aber wenn man früh da ist, dann geht's noch. Großer Sonnleitstein. 3¼ Stunden. Da sieht man schon das Massiv von der Schneealpe mit dem Ameisbichl, das ist die höchste sichtbare Erhebung da. Und den kam da aber über den Eisenkogel bis hin zum Kreuzsattel. Ja, den kann man tatsächlich begehen. Was da du dazu sagen willst, schreibt es in die Kommentare. Einer der Vorteile vom großen Sonnleitstein ist, es gibt zwei Anstiege, man kann es zu einem Rundweg verknüpfen. Und der Franz-Jonas-Steig ist der steilere. Den nehmen wir jetzt. Schauen wir auch zum Aufpassen, gell? Mit lehmig und erdig und damit gleich ganz schön rutschig. Magst du was trinken leicht? Ja. Ja, dann trink was. Tollkirschen sind übrigens gar nicht so toll, wie man glauben möchte. Das Gelände vom Franz-Jonas-Steig ist bei Weitem nicht überlaufen. Das ist ordentlich verwachsen da. Ausgesetzt ist da. Ja, wer will da auch einen Weg schauen, wenn es so eine tolle Aussicht in die Bergwaldrundung gibt.
der Vogel. Was? Der große? Ja. Na, wird schon nicht schief gehen. Ja, wer kann, sollte den Jonas Steig im Aufstieg begehen, gell? Da sind wir uns einig. Ja. Das stelle ich mir bei Nässe auch sehr unangenehm vor. Ja, schaut da mal. Wurzeln, grasig, erdig. Ja, arg verwachsen ist der Steig da schon, gell? Da hat jemand einen Steinmann angefangen und manche Steine nicht weitergemacht. Ja, nach diesem äußerst steilen und mühsamen Anstieg wird das Gelände jetzt flacher und freundlicher. Und bis jetzt haben wir unseren Gipfel noch gar nicht gesehen. Dort hinten wäre der. Ja, die Rast haben wir uns jetzt verdient, gell, nach diesem steilen Anstieg. Der ist mühsam, aber jetzt wird das Gelände leichter. Jetzt queren wir da so eigentlich immer schräg am Hang in Richtung, ja, Westen. Und irgendwann einmal gehen wir dann von hinten auf den Sonnleitstein hinauf. So, manche halten diese Markierung da für entlang des Weges, also entlang des Forstweges. Das stimmt aber nicht. Es geht da dieses unscheinbare Steigerl hinein und auch da oben ist noch mal extra Markierung. Gibt es einen Eisenhut, ja? Da hinten sieht man jetzt den Grat zwischen Lahnberg und Donnerkogel. Es ist auch eine ganz, ganz, ganz einsame Gegend. Weitgehend eigentlich weglos. Das wäre vielleicht auch mal eine interessante Tour. Wenn ihr mal sehen wollt, schreibt mir das in die Kommentare. Franz Jonas Steig, großer Sonnleitstein. Ja, wenn man das Schütter erreicht hat und diese Umkehre bei der Vorstraße, dann hat man noch 200 Höhenmeter bis zum Gipfel. So, ein schönes Tier. Schauen wir mal, ob wir die draufbringen da. Ne? Ja, den armen testosterongeschwängerten Auerhahn haben wir ein bisschen einen Schiebekampf liefern müssen. Ich hätte auch umdraht, nur gemeinerweise ist er halt dann einfach irgendwie doch einmal runtergekommen und auf mich los. Und dann habe ich eigentlich auch keine Wahl gehabt. Ja, und wenn er schon mal weg ist, kann man natürlich auch weitergehen. Bitte, bitte, bitte. Sowas ja nicht nachmachen. Ja.
Also das sind schon ordentlich große Vögel. Es kann was passieren. Ihr könnt dem Tier auch schaden, das habe ich nicht gemacht. Er hat dann auch wirklich das Weite gesucht, ist geflogen. Das heißt, er hat nur ein paar links und rechts halt mitgekriegt, geschoben und hat seinen Hals ein bisschen verbiegen müssen, weil er gemerkt hat, ui, das ist einem dann doch zu steil. Aber das kann ganz anders ausgehen. Oh je, die Fichtenmoppe reiten wieder. Da oben sieht man eine Markierung mit einem Pfeil. Dort geht's hin. Jetzt haben wir den Jonassteig da bis zu dem Wegweiser geschafft, trotz der Unbilden des balzenden Auerhahns. Schau mal, Bella, was da steht auf dem Wegweiser. Da steht großer Sonnleitstein in 15 Minuten. Da oben. Musst du schauen, auf der anderen Seite. Na, schau mal. Aha, sensationell, oder? Der Nasswald, da gehen wir dann runter. Da gehen wir über die Ameisen, gehen wir dann runter, ja, damit es ein Rundweg wird. Jetzt werden uns ja hoffentlich keine bösen Tiere mehr betroffen, wenn wir da raufgehen, oder? Ja, hoffentlich erst. Schaut, da tut sich ein felsiger Gipfelaufbau auf. Aber der heißt ja nicht umsonst Stein. Letzten Meter am Gipfel, da ist der offizielle Steig weiter unten, als ich das jetzt gezeigt gehabt habe. Nicht entlang der Felswand, ist aber wurscht, genauso gut ausgetreten. Und jetzt haben wir es gleich. Bergfrei, lieber Bella. Bergfrei. Ja. Bergfrei vom großen Sonnleitstein. Ein großartiger Gipfelsieg. Und dank des balzenden Auerhahns haben wir ganz für uns allein den Gipfel. Ich werde jetzt im Interesse der Natur auf Drohnenaufnahmen verzichten. Es ist da Knurrwirbel. Ich habe auch vorhin Greifvögel gesehen. Windig ist es auch ein bisschen. Lassen wir das lieber bleiben. Mit hätte es, aber muss nicht sein. Ja, der Stein da ist nicht zu unterschätzen, da geht es ordentlich runter über. Schön felsig. Ein umfassendes Panorama bietet sich uns. Angefangen vom ganz leicht in Wolken geratenden Schneeberg, das Plateau davor, der Kuhschneeberg. Da drüben der Handlesberg, da der Obersberg. Dann geht es da weiter in Richtung. Das Gipfel im Vordergrund, habe ich vorhin gesagt, das ist Donnerkogel und Lahnberg. Da drüben im Vordergrund Glatzerter Kogel. Dann hat man da hinten Gamsmeier, die Hochalm, den Schnaltstein, den Rostkopf bzw. kleinen Göller, den großen Göller, den Terzer Göller. Alles hat man, was Rang und Namen hat. Ja, und dann noch weiter hintere Sicht, man bis in die Gesäuseberge und theoretisch
Aber das ist heute nicht sichtbar, sogar bis zum Dachstein. Ja, wenn wir da noch umschauen, dann sehen wir also da dieses riesige Massiv vor uns. Das ist die Schneealpe. Da ist die höchste Erhebung der Windberg zum Sägen. Weiter herüben das niederösterreichische Eck mit dem Ameisbichl. Und dann Nasskamm als Verbindung zur Rax mit der Heukuppe. Da ist da oben das Denkmal zum Sägen. Und dann das weitläufige Raxplateau. Ja, und damit schließt sich der Kreis dann. Ja, nur einen Meter unter dem Gipfel auf der Sonnenseite, heißt ja immerhin Sonnleitstein, ist es eigentlich windstill und sehr angenehm, gell? Aber es war ein ganz schön frisches Lüfterl. Ja. Schön vorsichtig sein, gell? Was ich gesehen, kann ja deine alpinistischen Fähigkeiten festhalten für den Nachwelt. Ja, ein paar Sonnleitstein. Also, wir machen uns wieder am Abstieg. Oh ja, sehr schön oben. Aber jetzt ist genug. Na? Schräg ist das neue Gerade. Der Wegweiser da weist uns in Richtung der Ameiswiesalm. Es ist ein total liebes Steigauf hinunter in Richtung der Ameiswiesalm. Das ist genau so, wie man sich Steigauf vorstellt. Ja, wer sich dieses Eindrucks nicht erwehren kann, dass der Steig da wesentlich in besseren Zustand und weniger verwachsen ist, der irrt nicht, dem geht es genauso wie mir. Es liegt vielleicht einfach daran, dass da keine Auerhähne balzen. Viel zu viel um und viel zu wenig Obi, gell? Ja. Obi ist das neue Umi. Man fragt sich ja, wann das Fichtenmoped die ganze Zeit im Betrieb ist, wie die Gegend so verwachsen hat, gell? Eine schöne Aussicht ist ja schon, gell, aber die Akustik lässt zu wünschen übrig. Da gehen wir, oder? Ja, man könnte natürlich entlang der Vorstraße absteigen. Ein schöner ist natürlich das Steigerl. Aber aufpassen, ist rutschig.
Schau, ein neuer Weg gewesen. Ja. Gut so. Ja, Leute, kein Trinkwasser, schade. Aber den glauben wir, wenn es da steht. Ich nehme mal an, dass es dann da rausgeht, gell? Da unten ist ja die Markierung schon auf dem Stempel. So, jetzt aber. Schau, was da für ein schöner Rückblick ist. Schau mal hier auf da. Ja, ihr habt euch doch sicher die ganze Zeit über gefragt, warum das Nasswald heißt. Jetzt wisst ihr's. Ja, da unten lockt schon die Forststraße. Aber das kleine Steigerl da ist natürlich schöner. Wenn auch zum Aufpassen. Ja, sehr gut gemacht. Hinter uns halt eine Stunde. Aha. Ja, wir lernen, auch Niederösterreich kann ganz schön sein. Und es ist gar nicht so nieder, oder? Ah ja, na schau, da ist ein Steiglein. Ja, eine Forststraßenkehre ersparen wir uns mit dem Steiglein. Bellos Entscheidung, die Stöcke noch nicht zusammen zu klappen, war also eine gute. Ja, Peter, was ist mit dem Steigerl? Ja. Ja, jetzt folgt also ein, zwei Kilometer langer und vielleicht noch ein bisschen mehr Forststraßenhaar, ja? Und dann sind wir wieder im Hinternasswald. Ja, bei uns ist man nicht gefeit vor der Plage des indischen Springkrauts, dass man da überall sieht. Da unten zumindest. Jetzt kommen wir also von der anderen Seite. Großer Sonnleitstein über die Ameiswiesalben war unser Abstiegsweg. Just make me believe in love when you're gone forever after. Just make me.
lieber Bella. Wir haben auch einen großen Sonnenschein. Schön. Gell? Und mehr fällt da nicht ein. Schön. Nein, nein. Was soll ich sagen? Es waren nette Leute oben. Ja, genau. Das war ein ziemlich verbissen kämpfender Auerhahner weg zu besiegen. Das habe ich übernommen. Ja, nicht zur Nachahmung empfohlen, wie schon gesagt. Und ansonsten bleibt nicht mehr viel zum Sagen, außer ich bin gerade dabei. Ich bin ja, und vielleicht sieht man es immer bei einer anderen Tour. Du hast jetzt verdient. Bella auf ihn brav. Ja, ja. Man hört ja, wir stimmen an sich nicht. Soll ich telefonieren?